Hallihallo, liebe Freunde des LS19. Willkommen auf der Geiselsberg zurück hier am Dienstagnachmittag. So, ich habe ja gestern Morgen angedroht, ich mache das selbst teilweise, bin gerade dabei, habe GPS eingestellt, habe aber gerade feststellen müssen, zu allem Ärger, dass ja das Feld gar nicht im 90-Grad-Winkel angelegt ist. Ne? Man sieht es auch auf der Minikarte, es ist leicht schräg. Deswegen fahre ich jetzt hier gerade mitten durch, mache dann den Rest per Hand, bevor wir mit der GPS aktivieren. Wie GPS funktioniert, werdet ihr ja alle mittlerweile wissen. Außer mein Kollege, ne? Der mal irgendwann mitspielen will. Gut, aber dem zeige ich es auch noch. Okay, hier ist schon das Feld zu Ende. Das ist okay. Schneidwerk nach oben. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie vernünftig um die Ecke kommen. Natürlich sehe ich jetzt nach hinten gar nichts. Da war irgendwo ein Strommast. Da ist er. Bleib ich hängen. Glück gehabt. So, dann machen wir nämlich diese Ecke hier jetzt zu Fuß. Sag ich mal, ganz frisch. Ne? Den haben wir gekriegt. Ich hoffe, dass wir alles, boah, dass wir alles kriegen. Übrigens, da stand ja beim Händler, dass das Schneidwerk 8 Meter breit ist. Das ist auch auf 8 Meter dann eingestellt worden beim GPS. Allerdings, das hat 100%ig gerade 8 Meter. Ne? Also das stimmt nicht. Ich habe jetzt Arbeitsbreite im GPS-Menü auf 6,50 Meter habe ich runtergeschraubt. Könnte es sein, dass es maximal 7 Meter packt, aber ja, sicher ist sicher. Also hat gerade 8 Meter, hat glaube ich 7 Meter, vielleicht auch nur 6,50. So. Den hätten wir. Dann fahren wir aber jetzt, drehen wir hier rum, wenden hier und fahren unten erstmal den Rand entlang. Das wäre mir ganz lieb. Weil ihr habt es ja gesehen, ne, durch die Strommasten, wir können nicht überall wenden. Da ist es ganz geschickt, wenn wir hier zwei Bahnen erstmal als Vorgewende ziehen. Pfosten, aufpassen, Gelle. Ja. Immer aufpassen. So. Schneidwerk runter und ab die Füße. Natürlich habe ich jetzt hier kein GPS zur Hand, weil ob das geht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ich kann. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich bin sehr dankbar für den GPS-Mod, den finde ich extremst praktisch. Allerdings im 17er der GPS-Mod, der war tatsächlich. Ja, für mich, in meinen Augen, nur meine persönliche Meinung, war der erstens ein bisschen einfacher einzustellen. Zweitens konntest du dann sagen, okay, dreh deine GPS-Richtung um 90 Grad. Das habe ich jetzt hier noch nicht entdeckt, die Möglichkeit. Vielleicht gibt es das auch nicht. Außerdem hat das GPS im 17er nichts gekostet. Gut, dass das Geld kostet, das ist ja logisch, ne? Die Antenne aufs Dach und wie auch immer, das ist ja kein Problem. Allerdings, wie gesagt, die Einstellungen, die waren ein bisschen anecht, ne? So, aufpassen, dass wir jetzt in die Sojabohnen schon abkauen hier. Oder kaputt fahren, wäre auch kacke. Das wäre auch Grütze, du. So, da fahren wir hier mal rein, dass wir uns einen etwas größeren Wendeplatz schaffen. Jetzt haben wir, das war jetzt, so wie es auf der Karte abgebildet war, zweimal gedüngt, ne? Also waren zwei Düngestufen drauf, war dunkelblau. Jetzt haben wir gerade mal zwei Bahnen gemacht und haben schon wieder 40% Korntankvolumen voll. Ist das gut? Keine Ahnung. Ich meine, das Feld ist jetzt nicht unbedingt klein, gell? So, ich probiere mal, ja, wenn ich jetzt GPS aktiviere, das sind wir aber tatsächlich, nee, das wird nichts. Das wird nichts. Müssen wir hier selbst entlang fahren, nach Gefühl. Das kriegen wir aber hin. Und nur keine Angst, ich werde tatsächlich gleich den Helfer mal kurz aktivieren, dass wir unseren Abfahrer holen können. Wir müssen ja auch abtanken irgendwann. Und dann fahren wir eigentlich die Erstfahrt vor, können wir direkt hoch zu den Schweinchen fahren, die freuen sich schon. Hm, wir haben gestern schon angerufen, hier, wo bleibt's Futter? Dann habe ich gesagt, ihr. Mach einmal den Ball flach, du Wutz, du. So, ich mache hier mal den GPS an. Ja, du kannst ruhig weiterfahren. Mal gucken, ob es reicht bis hoch an die Ecke.
Ich muss gerade noch mal schlenken, Entschuldigung. Oh, wer ist denn das? Hat den Trigger erreicht. Das ist der Deutsch, der hat gemäht. Ja. Das gleiche Phänomen haben wir hier auch. Wir werden wahrscheinlich gleich hier neben links, genau, fängt schon an, etwas stehen lassen, weil der Acker nicht genau gerade ist. Macht aber nichts, kriegen wir hin. Don't panic. If you say don't panic, makes me wanna panic. Könnt ihr den Trevor, kennt ihr den aus GTA 5? Der hat es mal gesagt. Zum Michael. So, der Nachbar war es flatterisch, also muss man seinen Acker drüber fahren. Der hat nichts dagegen. Also Mo ist Hessisch und heißt ab und zu, ne? Oh, das wird schön, wenn wir die drei Dinge zusammenlegen hier, da haben wir echt ein großes Feld. Dann holen wir uns dann doch tatsächlich irgendwann noch die 56. Und ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, es ist mir noch nicht gelungen, egal welches Projekt, jetzt haben wir die Südhemmen, ich glaube um die 160 Folgen. Und mir gehören noch lange nicht alle Felder. Bin mal gespannt, welches Projekt so lange läuft und so erfolgreich läuft, dass wir echt die komplette Karte besitzen. So, das staubt aber ganz schön. Ich sehe nichts und höre nichts und gehe nicht heim, wenn es Zeit ist. So. Oh, halt. Nichts stehen lassen, gell? Immer schön alles mitnehmen. Sonst zählt es nicht. Oh, der hat keine Kollision. Das ist Glück gehabt, heißt es. Der hat mit Sicherheit Kollision. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir alles kriegen und dabei auch nicht unseren Drescher kaputt fahren. Ich hänge schon fest, siehste. Das ist nicht so prickelnd. Da kann es passieren, dass der Baum weichen muss. Was ich eigentlich nicht so gern mache, Bäume fällen, Bäume beseitigen, ne? Also wenn der tatsächlich weg muss, weil es mit dem CP nachher nicht funktioniert oder sowas, dann werde ich tatsächlich Ersatzpflanzungen vornehmen. Das verspreche ich hiermit. Falls es vergesst, bitte dran erinnern. Dankeschön. So, wie voll sind wir dann? Ist das hier jetzt schon die Bahn, die ich mähen kann? Nee. Die kommt jetzt erst, genau. Hier kann man wieder GPS anwerfen. So, Delle. Bleibt logischerweise wieder ein Streifen stehen, ne? Ist halt so. Den holen wir uns gleich. 80%. Hier passt wieder, siehst du mal. Nein, nicht hundertprozentig. Das ist schlecht. Passt das weiter unten wieder, bitte? Da wäre ich sehr dankbar drüber. Ja, also, es wird wohl so sein. Ich gehe mal kurz raus. Ja, es ist wohl so, dass tatsächlich die. Ihr seht den blauen Strich. Er ist eigentlich so weit draußen, dass man die Reihe auch noch mitnehmen müsste. Ne? Das heißt, ich muss. Wir sind sowieso gleich voll, das machen wir jetzt noch runter. Ich muss die Schneidwerksbreite noch weiter runterschrauben, sonst haben wir nachher überall so eine Reihe Mais stehen und das sieht kacke aus und ist ja auch Quatsch. Gell? So, 97. Das ist ja perfekt. Da sind wir ohne voll, sehr schön.
Ich fahre gleich rückwärts hoch, dass man dann da oben weitermachen könne. Also der ist mal voll, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Das nervt schon ein bisschen, das Piepse, gell? Das ist bei unserem Radlader auch. Aber mit dem fahre ich nicht so lang, rückwärts. So, mir erinnere ich ganz schnell noch die Arbeitsbreite, die werde ich jetzt runter auf 6 Meter machen. In der Hoffnung, dass das dann eher was bringt. So, ich brauche einen Abfahrer. Ah, Glück gehabt, direkt getroffen, was ist denn mal? Also rein optisch gemacht vom Hof her, von den Wegen hier und die ganze Gestaltung hier, könnte fast eine meiner Lieblingskarten werden. Gefällt mir besser tatsächlich wie so manche, ja, was sagt man dann, altbekannte Karten. So, und da mache ich jetzt gerade noch die Bahn, dann da runter zu ist fertig und dann gucke ich mal, nee, dann lasse ich, wir haben nicht mehr viel Zeit, dann lasse ich hier den, die Bahn mache ich noch selbst fertig tatsächlich, dann lasse ich den Helfer in die, hier von links nach rechts ernten, da hat er mehr Platz zum Wenden, das machen wir so und dann fahre ich die Maiskörner mal zu den Schweinchen, dass sie schon mal was haben. Also hier mich verstecken im Mais und also ich wollte nicht, dass so Dinge auf mich zukommt. Geschweige denn irgendwie, ja, mich erwischt logischerweise. Wünsche ich keinem. Das ist bestimmt eklig. Das könnte eine Beule geben. So, ja, der Helfer kann ja nur gerade, ne? Der Helfer kann nur gerade fahren. Dann setze ich mich mal ganz spitz hier an. Wird wohl nicht funktionieren. Aber mal gucken, der Rest machen wir sowieso dann mit der Hand. So, Herr Helfer, du bist nicht fertig, glaub mir nur. Ja, also ihr seht, der fährt nur im 90-Grad-Winkel. Also, ja. So, Ecken erkennt er, schräge Felder erkennt er halt nicht. Gut, da soll er halt das machen, was er kann, der Rest machen wir. Mit dem wollte ich zu den Schweinchen fahren noch schnell. Oh, nicht mehr lang. 40 Sekunden habe ich auf dem Timer noch stehen. Aber schnell damit der Tempomat rein. Und dann fahren wir in diese Richtung. Ich glaube, das ist trotz allem kürzer, wie wir oben durch den Wald fahren. Und verzeiht mir Folgendes, da ich jetzt mit 53 über den Wirtschaftsweg heiz.
So. Ist doch ein weiter Weg, gell? Eigentlich ist der Weg mit zum Händler, Schweinehof und so weiter eigentlich zu lang, um den dann in den Folgen zu zeigen. Aber so kann man auch beweisen, dass man es tatsächlich gemacht hat und nicht beschissen hat, ne? Das ist jetzt einmal die Fahrt von mir. Da kann man ja generell, logisch, werde ich dann erstmal CP-Kurse einfahren von den Feldern ins Hofsilo und dann dementsprechend vom Hofsilo zu den Schweinen oder zu den, ja, die Kühe nehmen an, was man sonst noch so hat. Zum Händler haben wir ja schon was. Ich glaube, zum Schweinehof haben wir auch schon. Aber ich will halt jetzt mal selbst fahren, die erste Ladung. Hm? Durch die schöne Landschaft hier. Ich finde es hier gut. Wunderbar. Es kommt ja auch keiner entgegen, ne? Schmale Wege, man kann nicht um die Kurve schauen, ist ja logisch. Das ist ähnlich wie am Gardasee zum Beispiel. Da habe ich mal einen Busausflug gemacht, da unten. Und die huben tatsächlich vor jedem Tunnel, huben die Busfahrer, dass die entgegenkommenden Fahrzeuge mitkriegen, hör zu, da kommt irgendwas Großes, Dickes. Ich muss aufpassen, beziehungsweise mal neben stehen bleiben, bis der durch das Tunnel durchgefahren ist. Ja, so ähnlich müssen wir es hier auch machen, ne? Vor den Kurven hupen, aber das juckt den KI-Verkehr wohl wenig. So, wir sind gleich da. Ihr habt es bald geschafft. Ihr habt es gleich geschafft und ich auch. So, und gerade eben scheint mir die Sonne im Real Life direkt ins Gesicht. Das heißt so viel wie Augen zu und durch. So, wo lade ich das Futter ab für die Schweinchen? Wahrscheinlich im Stall selbst. Wir fahren mal da durch. Irgendwann wird wohl das Symbol erscheinen. Aber ich denke mal, dass es so am meisten Sinn macht, logischerweise. Also der Traktor, der hier abliefert, darf auf keinen Fall irgendwann größer werden als unser Puma hier. Sonst haben wir ja ein Problem. Und vor allen Dingen, nächstes Problem ist, wie soll ich hier bitteschön abkippen? Das kannst du knicken. Ja, Gott sei Dank muss ich ja nichts abkippen. Also das ist ja... Gott sei Dank, hier kannst du unmöglich... Ja, siehst du? Hier kannst du unmöglich was abkippen. So, jetzt heißt hier... Alles Fresser, viel Fraß, was weiß ich was. Aha, siehst du mal. Ich kippe ihn ab. Und was passiert jetzt? Komm, schneller. Die Schweinchen kriegen Mais. Das ist genial. Siehst du, das sind auch so Kleinigkeiten, wo sich der Mipper mal einen Kopf gemacht hat, dass man das ganze Zeugs einfach mal direkt in so ein Vielfraß-Futtermisch-Gedöns hier reinkippt. Ey, das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So, ich habe wieder was gelernt. Manche von euch vielleicht auch, die es noch nicht gekannt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's. Überzogen haben wir gleich. Für den Dienstag auf der Geiselsberg, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, alles Mögliche geben. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wann das ist, ja, weiß nicht, glaube ich, keine Ahnung. Morgen, Donnerstag, ich glaube eher Donnerstag auf der Geiselsberg, der Rest seht ihr am Sendeplan. Und ich habe Kult im Maul. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.